Jetzt machen wir gleich ein Interview mit der Anime-Sängerin Sina Schimanski. Ach ja, genau. Und dafür habe ich die Kamera natürlich wieder mitgenommen. Allerdings habe ich vergessen, das Stativ einzupacken. Ich habe immerhin noch an das Aufladekabel der Kamera gedacht, aber das Stativ habe ich nicht mit. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich ganz kreativ. Warte, das zeige ich euch einfach mal. Hier. Das nennt sich Mülleimer. Und Kameratasche oben drauf. So, wenn du jetzt fertig bist, können wir anfangen. So. Wo haben wir sie? Achso, wir letzte. Ja. Eine neue Aufnahme starten wir auch nicht schlecht, ne? Skype. Sina Schimanski. Einfach anrufen, hat sie gesagt. Na. Wenn du noch hörst. Doch, ich höre was. Okay. Hallo? Hallo! Hallo! Es scheint zu funktionieren. Du siehst mich nicht, ne? Nee, sehen tue ich dich nicht, aber wir sind ja auch beim Radio. Das ist allerdings richtig. Hi. Kieler FM. Kieler FM. Jetzt geht es endlich wieder los. Hier ist das Kieler Jugendradio und wir machen jetzt wieder ein Interview. Wir haben eine Sängerin am Telefon, die damals für einige Anime-Serien gesungen hat. Unter anderem für Doremi und Pretty Cure. Herzlich willkommen, Sina Schimanski. Hallo. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Songs für Anime-Serien zu singen? Ich habe als allererstes bei Toyko einen Job gehabt, der eigentlich damit gar nichts zu tun gehabt hat. Und zwar ging es da um so eine Kinder... Stimme für dieses Medizini heißt es. Das ist so ein Magazin gewesen und das lief kurzzeitig auch mal im Fernsehen und da habe ich eingesungen und dann hat man festgestellt, dass ich doch eigentlich ganz gut singen kann und deswegen wurde ich dann irgendwann für den ersten Anime-Job auch gebucht. Okay, und wie alt warst du eigentlich, als du die ersten Aufnahmen gemacht hast? Da war ich so 12, 13 ungefähr. Okay. Und wie sehr interessierst du dich selbst für Anime? Also ich muss gestehen, vor dem Job habe ich mich eigentlich so gar nicht dafür interessiert, beziehungsweise ich habe Sailor Moon immer angeschaut, aber ansonsten eigentlich weniger. Aber klar, wenn man das dann so macht, dann interessiert man sich natürlich dann auch schon mal ein bisschen mehr dafür, möchte natürlich wissen, was ist das für eine Serie, für die man da singt und was gibt es da noch für Serien. Und das war ja dann doch ein relativ großer Hype, der so um das Anime auch kam dann. Und dann hat man sich dann doch mal das ein oder andere angeschaut. Aber so richtig viel, muss ich sagen, habe ich selber nie Anime angeschaut, außer eben Sailor Moon. Also kann man davon ausgehen, dass Sailor Moon deine Lieblingsserie ist, wenn man dich jetzt fragen sollte? Ja, das würde ich so sagen, auf jeden Fall. Was für Musikprojekte machst du denn heute? Ich mache mehr in die Richtung Salsa. Ich singe öfter mal auf Hochzeiten solche Sachen. Aber im Prinzip so Anime-Sachen mache ich im Moment eigentlich nicht. Schade. Naja, man soll ja niemals nie sagen, also vielleicht kommt es ja mal wieder. Man weiß ja nie, ne? Vielleicht auch mit den gleichen Leuten, das war die nächste Frage. Bist du noch mit Toyko und den anderen Sängern in Kontakt? Also mit Toyko, also mit Andi selber schon, klar. Mit den anderen Sängern weniger, also mehr mit dem Andi selber, ja. Okay. Und wie war die Arbeit mit den Anime-Produktionen? Super. Also für mich war es ja der Anfang sozusagen und das ist manchmal, also am Anfang denke ich, ist es für jeden irgendwie schwierig, vor allem wenn man so jung ist, dann steht man im Tonstudio und es sind ganz viele Dinge, die man nicht kennt, die man nicht weiß und wenn das dann aufgezeichnet wird, dann ist es natürlich immer ganz aufregend, weil man hört natürlich leider jeden kleinen Fehler. Das ist man dann so auch nicht gewöhnt. Aber das war super, weil ich da super durchgeführt wurde, immer durch die Produktionen und ganz viel Hilfestellung bekommen habe. Und es war auch immer super lustig. Also es war nie irgendwie eine komische oder eine ernste Stimmung, sondern wir hatten immer viel Spaß bei den Aufnahmen. Und demnach ging es dann eigentlich auch immer recht schnell und hat einfach immer super viel Spaß gemacht. Also es war eine tolle Arbeit. Sehr schön. Hörst du dir selbst ab und an mal deine eigenen Anime-Songs an?
Selten, aber es passiert dann schon mal, vor allem wenn man dann mal gefragt wird, oh, und was hast du, mit was hast du angefangen, dann gräbt man die dann doch mal aus, über YouTube oder so gibt es das ja auch, und ja, dann hört man sich's nochmal an, und dann ist es schon sehr seltsam, sich nochmal anzuhören, weil die Stimme verändert sich natürlich, aber es ist auch ganz cool, das dann nochmal zu hören, wie man früher so gesungen hat, vor allem die Sachen, wenn man sie lange nicht gehört hat, dann mal wieder zu hören, ist super, ist echt super. Welches Anime-Lied, das du gesungen hast, gefällt dir denn am besten? Das ist schwer zu sagen, weil jedes irgendwie so seine, ja, wie soll ich sagen, Studio-Geschichte hat und irgendwie jedes so seine, ja, seine coolen Teile hat. Also Nur wir beide war ja das eigentlich, glaube ich, so mal am bekanntesten war von den Anime-Sachen, die ich gemacht habe. Und ich denke, deswegen ist es wohl auch mein Lieblingssong. Na, dann würde ich sagen, hören wir uns doch Nur wir beide einfach mal an und danach befragen wir Sina Schimanski noch ein bisschen weiter. Bis gleich! Das war Nur wir beide von der wunderbaren Sina Schimanski, die wir momentan noch immer am Telefon haben. Wir kennen zwar alle deine Anime-Songs, aber über dich als Person wissen wir nicht alles. Darum kommen wir jetzt zu ein paar persönlichen Dingen. Okay. Bist du verheiratet und hast du Kinder? Nein, weder noch. Was für Musik hörst du selbst am liebsten? Puh, das ist eine schwere Frage, weil ich höre eigentlich sehr viele Sachen sehr gerne. Also ich höre sehr gerne Salsa-Musik, ich höre sehr gern auch mal so rockige Sachen, aber auch mal poppige Sachen. Ich höre auch gern Country, also so pauschal kann man es gar nicht sagen. Und ich höre auch gern mal klassische Musik, also wirklich so durch die Bandbreite alles. Nicht schlecht. Was guckst du denn am liebsten im Fernsehen? Also ich muss sagen, ich bin schon ein Serienfan, ein Fan von Breaking Bad auf jeden Fall, das ja jetzt leider schon vorbei ist. Ansonsten, ja, bin ich auch ein Game of Thrones Fan, muss ich sagen, und das ist ja Gott sei Dank noch nicht ganz vorbei. Und Sailor Moon? Sailor Moon läuft ja tatsächlich auch wieder, habe ich letztens mal wieder gesehen, und es ist tatsächlich so, dass man einige Teile dann fast noch mitsprechen kann. Ui. Aber es läuft ja immer nur mal wieder so sporadisch, habe ich gesehen, und mal, wenn man da mal hinzappt, dann bleibt man doch hängen. Was ist denn dein Lieblingsessen bzw. dein Lieblingsgetränk? Also Lieblingsessen, ich esse wahnsinnig gern mexikanisch und da esse ich wahnsinnig gern Chile en Nogada. Aber das werden wahrscheinlich die wenigsten kennen, außer sie waren mal in Mexiko in Puebla, wo man das sehr viel isst. Und trinken tue ich gerne gute Frage. Am meisten Schorlen, glaube ich. Ja, doch. Maracuja-Schorle. Lecker. Wie verbringst du deine Freizeit? Ich gehe gern raus, so jetzt im Sommer. Wir haben ja das Glück, dass an der Uni direkt der Englische Garten ist. Da bin ich gerne. Ansonsten gehe ich auch gerne mal schwimmen oder einfach ein bisschen bummeln durch die Stadt, wie Frauen das ja öfter mal gerne machen. Ich bin eigentlich schon sehr aktiv so in meiner Freizeit. Verdienst du denn nur mit Singen dein Geld? Nee, ich studiere. Und ich studiere Spanisch, Französisch und Latein auf Lehramtsgymnasium und werde dann hoffentlich irgendwann mal mein Geld als Lehrerin verdienen. Boah, was war denn dein peinlichstes Erlebnis? Also, was wirklich sehr peinlich war, war, dass ich war eine Zeit lang in Mexiko im Ausland. Und war davor aber auch mal eine Zeit lang in Spanien. Und wer Spanisch sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass da oft die Wörter sehr anders benutzt werden. Also ein und dasselbe Wort hat eine ganz andere Bedeutung. Und da bin ich einmal extrem ins Fettnäpfchen getreten mit den Kindern, mit denen ich gearbeitet habe, weil ich ein Wort verwendet habe, das in Spanien ganz normal ist, das in Mexiko aber extrem vulgär ist. Und das war super mega peinlich. Und aber ich spüre es jetzt, glaube ich, lieber nicht weiter aus, weil wir sind ja beim Jugendradio. Wir wollen jetzt alle wissen, was für ein Wort das war. es ist schon sehr, sehr vulgär. Also ja, in Mexiko. Für die Kinder ist es sehr vulgär.
Also es hat mit dem Hinterteil zu tun, so viel verrate ich. Ach so. Welches ist denn deine Lieblingsfarbe? Blau. Blau. Sehr schön. Hä? Ja, jetzt wollen wir mal hören, ob du dich selber in Kategorien einordnen kannst. Langschläfer oder Frühaufsteher? Langschläfer. Lustiger oder trauriger Film? Lustig. Sommer oder Winter? Sommer. Drei-Gänge-Menü oder Fastfood? Das kommt auf die Stimmung an. Drei-Gänge-Menü. Hardrock oder Kuschelrock? Hardrock. Ui, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mayo oder Ketchup? Schranke. Sportlich oder faul? Hängt auch von der Stimmung ab. Unter der Woche sportlich, am Wochenende faul. So, genau richtig so. Schüchtern oder selbstbewusst? Also man sagt mir nach selbstbewusst, aber oftmals schon auch schüchtern. Kaffee oder Tee? Kaffee. Deutscher oder englischer Gesang? Weder noch. Sondern? Spanisch. Ich hab's mir gedacht. Okay. Ein Fan würde gerne wissen, wie gut du deine Songtexte noch kannst. Denn wir haben ja die Petition laufen, weil wir Anime-Fans uns ja ein Konzert der deutschen Anime-Musik wünschen. Also könntest du quasi deine Songs noch live singen? Also ich würde mal sagen, mit ein bisschen Übung und noch mal ein paar Mal anhören auf jeden Fall. Also ich würde wahrscheinlich jetzt nicht unterschreiben, dass ich zu 100% noch alles auswendig weiß, weil es ist ja jetzt doch schon ein paar Jährchen her. Aber so mit 2-3 Mal anhören kommt es dann auch ganz schnell wieder. Okay, könntest du jetzt nichts vorsingen? Moment, da müsst ihr jetzt kurz mal nachdenken, wie es losgeht bei Nur wir beide. Haben wir doch gerade gehört. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Moment, aber den Refrain, das ginge vielleicht so. Nur wir beide, ist das nicht wunderbar, nie alleine, du und ich, nichts ist negativ. Dass wir zwei erfahren, nichts läuft schief, keinen Augenblick. Sehr yeah. Schön! Das wäre noch drin. Aber sicherlich, also das ist ja meistens so, wenn man das ist ein bisschen wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Vor allem, wenn man es so oft im Studio wiederholt hat und gesungen hat, dann kommt das auch ganz schnell wieder. Sehr gut. Zum Schluss hören wir uns jetzt einen Song von dir an, den du nicht für eine Anime-Serie gesungen hast, denn wir wollen natürlich auch hören, was du sonst noch für schöne Musik machst. Du hast ja vor einiger Zeit einen Song für die Kampagne Ganz Jung, Ganz Alt, Ganz Ohr des Bayerischen Sozialministeriums, ein Lied aufgenommen. Worum geht es bei dieser Kampagne und was hast du da gesungen? Also bei der Kampagne geht es darum, praktisch die ältere und die jüngere Generation so ein bisschen miteinander zu verbinden. Da waren auch ganz viele Projekte, gab es da, die einfach damit zu tun hatten, dass Jüngere mit älteren Leuten was zusammen machen. Und es haben auch ganz viele Musiker und Künstler zusammengearbeitet für diese CD. Und ja, wir hatten verschiedene Diskussionsrunden. Wir haben auch an der Messe München zum Beispiel mal gespielt, am Ökumenischen Kirchentag. Wir hatten eine Veranstaltung im Prinz-Karl-Palais und da war auch immer der Chorabella dabei zum Beispiel. Das war so ein Chor mit älteren Damen. Also es war eine ganz, ganz tolle Kampagne, die wir da gemacht haben. Also Ziel dieser Kampagne ist also, den Zusammenhalt der Generation in Bayern zu stärken. In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei den bayernistganzohr.de bedanken, dass wir auf Anfrage die CD zugeschickt bekommen haben. Genau. Auf der CD ist der Song Menschen dieser Zeit von Sina Schimanski drauf und den wollen wir uns jetzt anhören. Gut, dann erstmal vielen Dank, liebe Sina. Danke euch. Das war das Interview mit der Sängerin Sina Schimanski auf Kiel FM beim Kieler Jugendradio. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Dein Radio steht auf Kiel FM. Ja, aber kam mir ja auch irgendwie so schnell vor, ne? Oder? Ja, es war wahnsinnig schnell, oder? Oder ne, so schnell war, ja, wobei, stimmt gar nicht. Also, ja, 20 Minuten waren es auch, ja. Ne? Ja, Wahnsinn. Ja, cool.
Also, ja, dann sind wir durch. Oder hast du noch Fragen? Oder? Nö, das war's. Wenn ihr keine mehr habt, ich habe keine mehr. Das Wichtigste haben wir, glaube ich, erfahren jetzt. Supidupi, cool. Ja, dann hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Ja, wir haben zu danken. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ebenso. Dankeschön, gleichfalls. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss. Kurz Zeit aufgelegt. Ich fließ. Oh, ist das eklig. Mir ging es auch so, ja. Ich habe heute... Wo ist eigentlich der Ventilator hier? Keine Ahnung. Anime. Oh, Italienisina. Und vor allem noch mit den Kopfhörern. Ja, nun. Muss sein. Boah, da habe ich auch viel zu schneiden, ey. Interview mit Sina. Achso, das läuft ja noch. Ich habe noch ganz viel zu schneiden. Interview mit Sina, gerade eben gemacht, wie ihr gemerkt habt. Und Interview mit Dilijand, dem Newcomer des Monats, was aber erst eine Woche später kommt. Also lasse ich mir dafür ein bisschen Zeit. Dilijand heißt der Typ. Macht Dancehall. Haben wir auch noch nicht gehabt. Also, ganz schön heiß hier. Also eigentlich Anime super ist einfach wie immer. Läuft der immer noch? Oh ja, egal. Ich mach die mal aus. Nein, nicht ausmachen. Wir müssen noch ganz viel von uns zeigen. Auch wenn ja, warum müssen wir viel von uns zeigen? Naja, weil die Kamera wird so selten benutzt, seitdem ich die neue habe. Achso. Du kannst sie ja morgen mitnehmen. Ah, mach mal auch. Kann ich auch hier lassen eigentlich.